Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Set von Sloopern aus der Legend Warriors Reihe. Und damit mit einem Themengebiet, was von Lego in letzter Zeit doch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Denn Ritter und Mittelalter sind Lego wahrscheinlich auch zu brutal. Das kann man ja keinem Kind antun. Aber es wird eben von vielen Kindern geliebt. Und dementsprechend schauen wir uns mal dieses Alternativset von Sloopern dazu an. Für mich war wichtig, wenn ich euch hier so ein Set vorstelle, soll es ein relativ kleines Set sein und ein Spielset sein, damit es auch gut auf meinen Kanal passt. Und dazu hat sehr gut eben diese Mühle mit den paar Figuren dazu gepasst. Und zwar ist es die M38B0617, 291 Teile ab 6 plus geeignet und dementsprechend ein schönes Spielset, über das wir mal reden können. Auf der Verpackung wird die Breite von der Mühle mit 17 cm angegeben. Und auf der Rückseite sehen wir noch so ein paar Spielfeatures, die sind aber nicht sehr aussagekräftig. Dementsprechend mache ich das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die Anleitung und die Teiletüten an. Neben den Teiletüten, die wir hier drüben haben, über die Teilequalität reden wir natürlich, wenn wir was gebaut haben und dann auch was zur Teilequalität sagen können, haben wir auch noch die Grundplatte in grün und wir haben die Anleitung, die hier auch so aufgebaut ist, dass man sie nach oben aufschlägt wie bei einem Kalender und eben nicht zur Seite wie bei einem Buch. Ich finde, das ist ein recht merkwürdiges Seitendesign, aber okay, jeder wie er es mag. Und wir haben insgesamt 14 Seiten und 21 Bauschritte, bis wir es fertig haben. Es wird verblasst dargestellt, was schon gebaut wurde, und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Ist mit meiner Lieblingsart zu bauen, weil hier eben nicht komplett ausgegraut, sondern nur verblasst wird. Auf der Rückseite haben wir nochmal dieses Artwork, finde ich eigentlich ganz cool. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann mit dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche wie immer viel Spaß dabei. Und fertig ist auch schon die Sloopern M3B0617. War natürlich ein relativ kurzer Bau, ist ja auch ein kleines Set, aber wir schauen uns das Set auch noch aus einer schöneren Perspektive an, keine Angst. Ich möchte euch nur erstmal die Figürchen noch mit zeigen. Wir haben da einmal diese Frau hier mit Gewand, vorn bedruckt, hinten leider nicht. Und die steht relativ schlecht auf den Noppen tatsächlich, weil wir hier unten in dem Teil keine Noppenaufnahmen haben. Also wir müssen das Teil immer perfekt hier drauf platzieren, damit es steht. Sonst steht es nicht so wirklich gut. Ich finde da schon Figuren mit Noppenaufnahmen besser. Und dann haben wir noch die beiden Herren, ich würde sagen den Meister und den Jüngling, der die Schwertkunst erst noch lernen muss. Der ist auch vorn bedruckt, hinten leider nicht. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Und der Meister ist vorn bedruckt, hat so ein schönes Bartteil und ein Gewand. Das Gewand ist aus Vollplaste, also kein Stoff oder so. Dann haben wir noch diese Kuh dazu. Man kann da auch eine Figur draufstehen, die muss aber stehen, die darf nicht sitzen. Ist okay, wenn es dabei ist, kann man dann auch in den Stall stellen, weil die hat Noppenaufnahmen. Und so ein Trainingsgerät haben wir auch, auf das die Kollegen einschlagen können. Dann haben wir auch noch ein paar Waffen, zwei Schwerter und einen Langbogen und so eine Langaxt mit Spitze vorn. Ich weiß, da gibt es auch auf jeden Fall geschichtlich einen Fachbegriff. Wenn ihr den wisst, klärt mich mal bitte auf. Ich habe ihn leider vergessen und auch nicht auf Anhieb gefunden und habe gedacht, ich erzähle lieber mehr über das Set, als da jetzt noch ewig zu recherchieren. Wenn ihr das aber direkt wisst, könnt ihr mir das gerne nochmal sagen. Vielen Dank. Schauen wir uns das Set als erstes mal von oben an. Wir haben natürlich ein Dach, das ist hier klappbar gelagert, damit wir eben die Dachschräge so hinbekommen. Da kann jetzt nicht viel abfallen, das ist auf jeden Fall okay. Dann haben wir vom Stall noch das Dach ebenfalls klappbar gelagert. Das finde ich ist relativ schön gebaut. Dafür, dass es ja wirklich eigentlich aus einfachen Teilen besteht und sieht am Ende auch wirklich ordentlich aus. Dann haben wir hier vorne die Mühle. Die ist natürlich auch zum Drehen. Hätte das gefehlt, das wäre wirklich schwach gewesen. Aber nein, das können wir auf jeden Fall machen. Und am unteren Bereich haben wir noch ein paar Fensterchen und die Wände. Ich finde dadurch, dass das hier große Formteile sind, also einmal die Tür und die zwei Wände mit den Fensterchen, sieht es nicht so schön aus. Hätte mir gebaut so auf jeden Fall viel besser gefallen und ich bin auch der Meinung, das hätte nicht so viel mehr gekostet, als dass man das nicht hätte so umsetzen können. Aber hier wurde meines Erachtens ein bisschen gespart, indem wir unbedingt dann diese Formteile nutzen mussten. Von der Seite haben wir wie gesagt die Tür, hier nochmal so ein Trainingsgerät, das hängt leider nicht wirklich frei, hätte ich mir frei hängt ein bisschen schöner vorgestellt, gerade wenn man damit eben dann spielt. Die Tür können wir natürlich öffnen, der Größe entsprechend ist aber nicht so viel los. Und von hinten ist das ganze obere Geschoss offen, damit wir das eben auch hier bespielen können. Wir haben ja ein relativ schön gebautes Bett drin und wenigstens noch ein paar Noppen Spielfläche. Die Teilequalität vom Set ist in Ordnung. Wir haben ein paar sehr eindeutige Angriffspunkte. Ich würde aber sagen, das stört die Kinder jetzt nicht so unbedingt. Die Teile könnten ein bisschen mehr von der Klemmkraft haben. Auch für Kinderhände wäre ein bisschen mehr auf jeden Fall noch gut gewesen. So sitzen sie mir etwas locker. Aber man kann auf jeden Fall damit arbeiten. Das ist keine totale Katastrophe. Nur beim Spiel fällt das ein oder andere Teil dann wahrscheinlich mal ab, weil sie eben doch relativ wenig Klemmkraft haben.
Ist aber alles nicht zu vergleichen mit den schlimmen Flugbahn-Sets, wie zum Beispiel der Schulbus. Also das ist auf jeden Fall da ein ganzes Stückchen besser noch. Es ist natürlich kein gestalterisches Meisterwerk. Und auch von der Konstruktion, es ist ein schneller Bau, er macht Spaß. Aber es ist natürlich nicht viel Neues dabei, das ist ja völlig logisch. Trotzdem finde ich es sehr, sehr schön, dass Flugbahn dieses Set auf den Markt gebracht hat. Einmal, weil es ein Themengebiet ist, zu dem es nicht so sehr viel vom originalen Hersteller gibt. Und zweitens, weil sich dieses Set jede Familie leisten kann. Und trotzdem haben wir einiges an Spielspaß dabei. Eben drei Figuren, auch wenn die ein bisschen schöner hätten sein können. Nicht unbedingt, weil sie eine andere Form als Lego haben, darüber rede ich nicht mal, sondern weil da noch ein bisschen mehr an Prints hätte sein können und eben so eine schöne Kuh und noch ein wenig Zubehör. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten und ein Kind hat, denke ich, auf jeden Fall auch viel Spaß damit zu spielen, auch wenn es eben ein kleines Set ist. Ich habe da in den Kommentaren letztens was gelesen und das war auch schon immer meine Meinung und dem kann ich deshalb nur zustimmen. Kinder müssen nicht die riesigen Sammlersets haben mit unglaublich krassen Bautechniken oder ähnlichen, sondern sie brauchen ein bisschen Spielwert und das bietet dieses Set. Und Kinder sehen die Welt aus anderen Augen. Kinder haben andere Bedürfnisse als wir vielleicht als Sammler und dementsprechend ist das Set als Sammler vielleicht nichts Riesiges für uns oder nichts Weltbildendes oder ähnliches, aber für ein Kind, was vielleicht noch aus einer Familie stammt, die sich eben nicht ein 1000-Teile-Set leisten können, hat man hier trotzdem viel Spielspaß und kann auch diesen Kindern ein paar Klemmbausteine ins Haus geben. Und das ist meines Erachtens die Hauptsache, denn Klemmbausteine sind ein total tolles Spielzeug, wozu eigentlich jedes Kind Zugang haben sollte, wenn es das schon möchte. Und dann ist es für mich auch wichtig, dass wir solche kleinen und eben damit auch günstigeren Sets haben. Mir hat das Set auf jeden Fall aus diesem Grund trotzdem gefallen und von mir gibt es auch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung davon. Wenn ihr das Set selber besitzt, könnt ihr natürlich dazu auch eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Würde uns wie immer sehr weiterhelfen und ihr könnt wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Bellybrick.